Apropos Glück. Oh. Vorsicht. Sorry. Apropos Glück. Wenn man es sich einmal gemütlich machen will. Ne? Genau. Wir stellen uns Glück. Die Frage, machen Kinder wirklich glücklich? Das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Bisher bin ich davon ausgegangen. Also ich bin wahnsinnig glücklich, sonst hätte ich ja nicht zwei. Und ich hätte noch Bock auf ein drittes, wenn ich nicht schon im fortgeschrittenen Alter wäre. Aber ich könnte immer wieder. Wobei ich heute echt eine harte Nacht hatte, muss ich sagen. Die Kleine hat komplett durchgehustet. Komplett durchgehustet. Und ich wusste dann, dass es in der Kita am Ende rote Beete gab. Und da ist man natürlich morgens schon etwas angespannt. Ne? Einige Leute finden das echt zu stressig mit den Kindern. Eine neue Studie von Glücksforschern bestätigt, ne? Sie haben 1 Million Eltern in ganz Europa befragt, dass Kinder einige nicht glücklich machen. Ja, demnach sind eben viele nach der Geburt unglücklicher, als sie es ohne Kinder waren. Dem Nachwuchs zeigen können, wo es lang geht und ihm Halt geben. Für viele Eltern sind Kinder erst einmal ein Glück. Sie brauchen viel Liebe, die Kuschelhormone fließen. Wer Kinder hat, kann sich nicht mehr vorstellen, ohne sie zu leben. Das macht schon glücklich, wenn so ein Baby auf die Welt kommt, hat man unerwartet ganz große Glücksgefühle. Sie zeigen einem aber auch einfach, dass die Dinge, die einen glücklich machen können, so simpel sein können. Doch es gibt auch immer wieder Phasen, in denen Eltern unglücklicher sind, als sie es noch ohne Nachwuchs waren. Ich krieg's im Beruf mit, wie finanziell die Leute teilweise eingeschränkt sind. Kind kostet ja, ne, für Schule, Alltag, ja, generell Klamotten. In finanzieller Hinsicht sind Kinder eine große Herausforderung. Man braucht ein größeres Auto, eine größere Wohnung, die Ausgaben steigen. Gleichzeitig sinken die Einnahmen, weil ein Elternteil deutlich weniger oder gar nichts mehr verdient. Dabei kommen statistisch pro Kind von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr allein an laufenden Kosten für Nahrung, Kleidung, Möbel und Freizeit mindestens 130.000 Euro zusammen. Kein Wunder, wenn Eltern, die durch ihre Kinder in finanzielle Schwierigkeiten geraten, nicht ganz so glücklich sind wie Eltern, deren wirtschaftliche Verhältnisse nach der Geburt nahezu unverändert bleiben. Diejenigen, die vorher eben die Möglichkeit hatten, regelmäßig essen zu gehen, in Urlaub zu fahren und jetzt auf einmal durch die Kinder soll es nicht mehr möglich sein, die stellen eben schon fest, dass sie nicht mehr ganz so glücklich sind, wie sie sich vielleicht erhofft haben. Laut Studie machen Kinder aber am meisten Freude, wenn sie aus dem Haus sind und man dann vielleicht sogar Enkelkinder bekommt.